Als nächstes geht es mir um das Exportieren zurück von InDesign in Word. Sie sehen hier, ich habe dieses File hier platziert und ich werde das dann ändern. Wichtig ist, Sie müssen das Word geschlossen haben, es darf nicht offen sein. So, das kann ja auch sein, dass ich hier korrigiere. Ich mache mal Nordirland draus, dann machen wir hier wieder mal die Bilder draus. Hier Engländer, dann hier noch was, Titel, dann hier noch eine Leerzeile und was könnten wir noch machen? Und wir löschen diesen Satz hier. Doch die Leerzeile möchte ich. So, jetzt kann ich hier hin. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder über das Verknüpfungsfenster Workflow, Update oder hier rüber Workflow, Update. Ich gehe jetzt mal hier rüber, ist für mich fast einfacher. Ich sage Update and Edit, dann geht das Word auch wieder auf. Also von Süd und so weiter, schauen wir mal nach. Ich öffne das und natürlich ist das gemacht. Ich habe wieder Nordirland, ich habe hier die Bilder, Titel und so weiter. Geht das einfach auf beide Seiten. Und der Autor kann jetzt mit diesem Dokument weitermachen, weiter korrigieren oder was auch immer. Natürlich geht es auch wieder so. Ich lösche das mal raus, sichere das, gehe hier hinein und Sie sehen, schon ist das erledigt. Das ist das Exportieren von InDesign nach Word.